Kommt dran, kommt dran. Es gibt wieder neue Spiele in meiner Sammlung und die möchte ich euch natürlich zeigen in einer neuen Folge Pickups. So Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Matthias alias Yetivin und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Gaming Pickups. Die Eskalationsstufe vom letzten Mal, die habe ich ein wenig wieder besänftigen können. Ja, ich hatte letztes Mal in der letzten Folge recht viele Retro-Spiele aufgrund meines Retro-Monats und so. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon wieder bei meiner alten Form bin, denn ich habe schon wieder ein paar schöne Spielchen hier auf meinem Stapel, die ich euch jetzt zeigen möchte, querbeet durch sämtliche Systeme und ein paar Sachen sind aktueller Natur, die einfach so Vollpreis gekauft worden sind. Manches ist Flohmarkt und für, was für die Sammlung. Also ihr werdet hier wieder ein bisschen was Schönes zu sehen bekommen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt einfach mal an mit dem allerersten Spiel auf dieser Liste. Ich bin sogar so ungewohnt, dass ich das jetzt hier so schnell sofort zum Punkt komme. Ich bin ja eigentlich der Meister darin, Dinge einfach super lange hinauszuzögern und zu umschiffen. Aber okay, wir fangen an mit dem ersten Spiel. Ein Titel, der ja durch eine Rüdiger-Folge doch nochmal so ein bisschen wieder in mein Blickfeld geraten ist. Also wir hatten, glaube ich, die Folge der besten Xbox 360 und PS3-Spiele, die es nicht auf modernen Konsolen gibt. Und ich hatte den dummen Fehler gemacht, das Spiel tatsächlich dort hineinzupacken, obwohl es eine Definitive Edition für die PS4 gibt. Das habe ich dann aber selber verkackt, aber dadurch ist das so ein bisschen bei einigen noch so im plötzlich so, wie gesagt, im Blickfeld gewesen. Man hat sich das noch angeguckt und einem davon habe ich das abgekauft, und zwar dem Alex vom Rhein. Der hat mir das günstig angeboten und das ist, oh, ich tue es hier hin, Sleeping Dogs in der Definitive Edition für die PlayStation 4. Das ist die Uncut-Version, also nicht das das USK-Spiel, welches geschnitten ist, denn es wurde tatsächlich in Deutschland eine gecuttete Version auf den Markt gebracht. Das ist hier die Uncut-Version mit den ganzen Finishern dabei, was mich natürlich sehr freut. Ein sehr unterschätzter GTA-Sandbox Open-World-Spiel mit Thema hier irgendwie Chinatown, glaube ich. Oder ist das tatsächlich selbst schon China? Ich bin mir nicht sicher. Aber man hat hier mehr Martial-Arts-Kämpfe als wirkliche Shootouts, was mir tatsächlich viel, viel mehr Spaß macht in der Regel. Ich fand die Story cool mit diesem Undercover-Cop. Und es ist jetzt auch nicht so ein überpompöses, großes Open-World-Spiel. Ich glaube, das kann man gut so in 20 bis 30 Stunden durchspielen. Und dann hat man eigentlich eine ganz, ganz nette, coole Cop-Geschichte. Ich habe mir sagen lassen, dass die PS4-Version leider nicht so dolle ist. Aber ich werde mal selber reinschauen. Und hier sind auch alle 24 DLCs dabei, sehe ich gerade, in dieser Definitive Edition. Ich kann aber auch gar nicht sagen, was das für DLCs waren. Wahrscheinlich sind davon 90% nur kosmetischer Kram. Aber ich muss auch sagen, das Cover, ne, finde ich auch, sieht sehr geil aus. Ne? Das ist ein richtig schönes Artwork. Gefällt mir richtig, richtig gut. Sleeping Dogs für die PlayStation 4. Dann packe ich direkt einfach mal ein paar Flohmarktspiele raus. Ich nehme erstmal direkt die zwei Spiele aus einer wunderschönen Ära, die mir einfach unheimlich gut gefällt. Aber hier muss ich auch sagen, ich habe das jetzt wieder mal festgestellt, sobald ich Spiele aus vom Flohmarkt nach Hause mitnehme, ich muss da irgendwie nochmal ansetzen und mir nochmal richtige, gescheite Hüllen kaufen. Das habe ich übrigens gemacht, das kann ich auch mal vielleicht zeigen. Nur mal exemplarisch zum Beispiel hier, Star Fox Adventures habe ich in einer wirklich miserablen Hülle bekommen. Das habe ich damals auf eBay gekauft. Jetzt habe ich mir einfach mal bei eBay so ein paar neue GameCube-Hüllen gekauft, ne? Und ey, das ist einfach wie Tag und Nacht hier. Wirklich eine wahnsinnig schöne, glatte Oberfläche, wunderschön anzusehen. Also wirklich keine Makel. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch zukünftig mit allen Spielen machen. Ich kaufe mir einfach günstig ein paar Hüllen nach und werde die dann nachträglich einfach ersetzen. Denn ey, selbst wenn ich jetzt Verkäufer auf einem Flohmarkt wäre, ich glaube, das wäre mal eine Investition, die ich tätigen will. Weil wer will denn schon so eine abgeranzte, löchrige Spieleverpackung mit nach Hause nehmen? Das ist doch irgendwie auch egal. So, jedenfalls habe ich auf dem Flohmarkt ein paar Spiele abgegriffen. Ich muss aber leider sagen, so ein geiler Deal war es jetzt am Ende nicht, glaube ich. Also, hat sich nicht so angefühlt. Keine Ahnung, ich habe es nicht geschafft, demjenigen so richtig gut runterzuhandeln. Aber es sind großartige Spiele für die PlayStation 2.
Timesplitters 2. Der und auch der dritte Timesplitters 3 Future Perfect sind die besten der Reihe. Ich finde einfach, das ist ein toller Humor. Spielerisch ist das, glaube ich, heute nicht mehr so ganz gut gereift. Ne? Die PlayStation 2 oder generell sechste Generations Ego-Shooter sind jetzt nicht so gut spielbar, finde ich. Da gibt es viel Auto-Aiming und viel Herumgekriegele und dass man auch nicht mit beiden Sticks vernünftig bewegen und sichten kann. Das macht natürlich das Leben einem sehr, sehr schwer, aber das ist trotzdem irgendwie ein absoluter Meilenstein für mich. Ich habe diese Reihe eigentlich sehr, sehr gerne auf der PlayStation 2 gespielt, vor allen Dingen in dem Multiplayer, den habe ich nämlich sehr, sehr ausgiebig gezockt damals. Den dritten Teil muss ich mir auch noch besorgen, weil der gehört auch in diese Reihe, finde ich. Timesplitters 2 für die PlayStation 2 in einem, ja, wie gesagt, leider nicht so tollen Zustand, den muss ich auf jeden Fall austauschen. Das ist meine Pflicht. Dann kommen wir zum nächsten PlayStation 2 Spiel und ich muss zugeben, den habe ich echt ein bisschen vergessen. Also ich habe den damals gezockt, aus der Videothek ausgeliehen und auch wieder mal durch Rüdiger und durch das Gerede vom Andy, der das Spiel in der Rüdiger-Folge der besten First-Person-Shooter sehr, sehr weit oben hatte, habe ich jetzt dann zugeschlagen. Eigentlich jetzt auch ein Titel, der für mich auf eine andere Konsole gehört und zwar auf der Xbox Originals-Konsole. Ich habe jetzt die PlayStation 2 Version gefunden von Black. Ein Gunporn, wie man so schön sagt. Also das ist ein Ding, das hat sogar schon die Schusswaffe auf dem Cover drauf und mehr nicht. Also da geht es eigentlich wirklich nur um wirkliche Kugeln, die verschossen werden. Es geht um viel, viel Action und es ist ein rein rassiges Action-Blockbuster. Also da geht auch, glaube ich, so storymäßig nicht viel. Ist aber auch egal, weil man hier noch rumballert. Und ja, es ist halt auch irgendwie, finde ich, auch ein, obwohl es halt sehr, ja, sehr fragwürdig vom Cover ist, ist es halt irgendwie auch ein Cover, das mir ins Gedächtnis geblieben ist. Also auch hier einfach mal Fat Black draufgeschrieben. Ja, ich werde es wahrscheinlich für die PlayStation 2 gar nicht spielen, sondern mir das irgendwo anders besorgen oder für eine andere Konsole. Ich habe aber Bock, da auf jeden Fall nochmal reinzugucken, denn wie gesagt, meine Erinnerungen schwinden bei dem Teil Black für die PlayStation 2. Und auf dem Flohmarkt, habe ich auch wirklich nur aus Trotz mitgenommen. Okay, man, was heißt Trotz? Ich habe das tatsächlich eigentlich geplant gehabt für meine Milestone Collection. Ein absoluter Klassiker. Am liebsten hätte ich das als OVP, aber ihr wisst selber, das ist nicht ganz so günstig. Und am Morgen, bevor ich zum Flohmarkt gefahren bin, hat uns der Jansel angeschrieben und hat erzählt, dass er dieses Spiel für einen überteuerten Preis von 25 Euro bei sich am Flohmarkt hatte. Und an dem Tag bin ich dann auf dem Flohmarkt bei uns hingefahren und habe dann das Spiel gesehen und dachte, was kostet das? Ach, 10 Euro? Ja, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Letztendlich habe ich einen anderen Stand später getroffen, der hat das auch für 10 Euro dabei und ich dachte mir, okay, vielleicht ist das ja auch der Normalpreis und beim Jansel war es einfach nur so teuer. Es handelt sich um, ich mache mal hier die Hülle auf, Tetris. Ja, also Leute, wenn das jetzt kein absoluter Kultklassiker ist, dann weiß ich auch nicht. Tetris in der Ursprungsversion für den Game Boy, das ist natürlich auch große Nostalgie, große Kindheit, große Liebe. Selbst dieses Spiel hat es geschafft, meine Mutter zum Videospielen zu bringen, weil das ist ja irgendwie so eine Sache, die hat ja seitdem niemals stattgefunden. Meine Mutter spielt Game Boy und ey, das war super. Ja, wir haben damals, das sind auch so diese bruchstückhaftigen Erinnerungen. Wir waren damals im Holland-Urlaub, wir waren irgendwie in so einer Hütte und meine Mutter sitzt im Garten auf der Veranda und spielt Tetris und ich bin spiel Fußball im Garten und höre die ganze Zeit dieses typische Tetris-Theme. So ganz, ganz merkwürdige, puzzelartige Bruchstücke meiner Erinnerung verbunden mit Tetris. Das weiß ich ganz genau und deswegen ist es auf jeden Fall klar. Es ist vielleicht auch gar nicht so der beste Tetris-Teil. Ich glaube, mittlerweile hat man mit Tetris 99 einen neuen Modus, der viel mehr Spaß macht oder auch Tetris-Effekt oder so. Aber das Ursprungs-Tetris jetzt hier zu haben, ist auch irgendwie cool, weil es gehört halt irgendwie zu meiner persönlichen Kindheit. Leider auch hier wie so eine ekligen Hülle, die war dabei. Aber okay, lieber das als gar nichts, ne? Deswegen Tetris für den Gameboy. Ich leg's mal hier hin. So, und mein letztes Flohmarktspiel, das war bei diesem Typen dabei, der mir diese beiden Sachen gegeben hat. Das habe ich einfach nur wegen dem Bundle mitgenommen und da hat jetzt der Preis mich dazu umgestimmt. Ich jage eigentlich der Trilogy hinterher. Das ist,
Ja, leider recht teuer heute und ich ärgere mich bis heute darüber, dass ich mir die Trilogy, verkauft habe. Jetzt habe ich aber den Einzelteil hier, Metroid Prime 3 Corruption für die Nintendo Wii. Ich habe ja mein Metroid Ranking gemacht, das findet ihr hier oben auf dem i, das Video. Und dieses Video hat mich natürlich wieder mal so ein bisschen an die anderen Spiele erinnert. Das habe ich ja immer, das war bei Resident Evil schon so, das war bei Silent Hill schon so und auch bei Metroid. Wenn man sich eine längere Zeit mit einem Franchise auseinandersetzt, dann kriegt man wieder Bock drauf. So, und das ist bei Metroid genauso. Und das ist eben genau der Teil, den ich eben am wenigsten im Kopf habe. Den will ich einfach nochmal zur Erfrischung nochmal spielen für die Nintendo Wii. Ich weiß, dass der mir sehr gut gefallen hat, aber die Frage ist, warum? Und deswegen habe ich mir diese Version nochmal geholt. Die war recht günstig. Ich glaube, ich habe unter 10 Euro bezahlt. Und wie gesagt, die Trilogy ist eigentlich so meine... mein Ziel, weil da noch die anderen ersten beiden Teile für die Nintendo Wii dazu gepackt worden sind mit der Wiimote-Steuerung und so weiter. Corruption ist aber auf jeden Fall ein cooler Pick. Ich freue mich, das wieder zu zocken in der Nintendo Wii-Version. Es gibt ja keine andere. Ich heute wieder total wild hier. So, jetzt kommen wir zu einem Titel. Da muss ich definitiv auch nochmal die Hülle austauschen. Aber davon habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viele da. Ein Spiel, das mir der liebe Jansel zugeschickt hat, wo wir doch auch wieder in der Rüdiger-Folge darüber gesprochen haben schon mal. Auch, glaube ich, bei den First-Person-Shootern. Er hat es, glaube ich, auf dem Dachboden gefunden, hat das sowieso doppelt da und hat es mir mal geschickt. Witzigerweise habe ich es auch doppelt da, aber macht nichts. Ich habe jetzt hier die Version, die ich zumindest mal ausprobieren könnte. Es handelt sich um The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay für die allererste Xbox. Ihr seht auch die Hülle etwas, ja, etwas schon älter, etwas ramponierter, muss halt auch mal ausgetauscht werden, aber ey Leute, ich sag euch, das ist eines der unterschätztesten First-Person-Adventure, wenn man so will. Da hast du Stealthen dabei, da hast du Dialoge dabei, da hast du Adventure-Parts dabei und Ballerei und natürlich einen unfassbar coolen Haupthelden, hier Riddick, der hier wirklich in seiner Paraderolle steckt. Und wie gesagt, ich persönlich muss sagen, dass mir dieser Developer-Cut irgendwie in dieser Farbgebung mit diesem helleren Hintergrund besser gefällt als dieses dunkle, aber trotzdem beide Sachen geil. Das habe ich mir damals mal ganz, ganz günstig geschossen, damit ich das in der Sammlung habe, aber hat keinen Nutzen mehr, weil es, glaube ich, auf dem PC gar nicht mehr richtig funktioniert. Müsste ich mal ausprobieren. Aber hier könnte ich jetzt rein theoretisch jetzt einfach in meine Xbox 360 reinschmeißen und es spielen. Escape from Butcher Bay, Riddick. Vielen Dank, Jansel, für diesen schönen Pickup. Jetzt kommen wir schon zur PlayStation 5. Oder haben wir, ne, wir haben noch ein PlayStation. Ne, wir machen erstmal das PlayStation 3 Spiel, wenn wir schon mal jetzt bei älteren Konsolen sind. Ich habe ein Video gemacht, das habt ihr vielleicht auch gesehen, weil vielleicht auch nicht. Oh, was habe ich denn hier für eine schöne Schmalzlocke? In diesem Video habe ich über ein Spiel gesprochen, das mich nicht so sehr begeistert hat wie alle anderen, obwohl ich das Spiel recht gut fand. Das war ja quasi dieses Video über... ja, gute Spiele, die ich allerdings nicht so gut finde, wie sie gehypt worden sind. Und ich habe in diesem Video schon gesagt, das ist ein Titel, dem würde ich sehr gerne einfach nochmal eine zweite Chance geben. Ich glaube, dass der vielleicht zum falschen Zeitpunkt bei mir ankam, dass ich jetzt viel mehr Freude daran hätte. Und deswegen habe ich mir eine Version geholt. Es ist irgendwie dumm, eigentlich. Ich habe diese Konsole noch gar nicht da, aber ich plane, sie mir zu holen aus zwei Gründen. Ich werde gleich sagen, was. Das Spiel, um das es sich dreht, ist Red Dead Redemption in der Game of the Year Edition. Das heißt, hier befinden sich alle DLCs und übrigens auch natürlich das Add-on Undead Nightmare in einer Version für die PlayStation 3. Ist jetzt gar nicht so günstig gewesen. Also ich dachte, hey, das wird dir hinterhergeschmissen, aber Pustekuchen. Gerade diese Game of the Year Edition, wo ja eben beide Sachen dabei sind, da kriegst du schon noch, ist doch schon noch mal ein guter Kurs. Ich habe jetzt die PS3-Version geholt aus einem einzigen Grund, weil die Xbox 360-Version gab es nirgendwo, die habe ich nirgendwo gefunden. Und dann dachte ich mir, okay, dann wird es wahrscheinlich auch einfach mal Zeit, mir endlich die PlayStation 3 zu kaufen. Das hat zwei Gründe. Erstens, um eben PS3-Spiele zu spielen, falls ich Bock habe, aber auch eben PlayStation 1-Spiele reinzulegen. Denn das geht ja, das wusste ich ehrlich gesagt nie oder zumindest habe ich das immer verdrängt, dass man eben in die PlayStation 3
auch PlayStation 1 Spiele einfach einlegen kann und das einfach zocken kann. Und das ist natürlich für mich Grund genug, da mal einfach die, weiß nicht, 100 Euro zu investieren in eine wunderschöne, schicke Slim-Variante von der PS3 oder sonstiges. Ich wäre dabei. Red Dead Redemption ist ja, habe ich ja in dem Video gesagt, ein richtig geiles Spiel. Das muss man halt sagen. Vielleicht kam das vielleicht ein bisschen falsch rüber in dem Video generell. Das sind richtig gute Spiele. Ich persönlich hatte auch meinen Spaß, aber es hat für mich jetzt nicht, hat für mich gefehlt für dieses absolute Meisterwerk, für das es halt doch gemacht wird und wurde. Hier habe ich das jetzt mal für bei eBay gekauft. Red Dead Redemption in the Game of the Year Edition auf der PlayStation 3. So, jetzt machen wir weiter mit der PlayStation 5. Ich habe noch zwei Switch-Spiele, die kommen dann am Ende. Wir fangen an mit der wunderbaren Vengeance Edition von Sifu. Das ist ein Titel, der schon etwas länger im digitalen Store vorhanden ist und ich habe eigentlich aus Zeitgründen den schon zum Zeitpunkt des Releases erstmal auf die Seite gelegt und wollte das eh irgendwann mal zocken. Dann kam irgendwann mal die Vengeance Edition in den Handel und die kostet 10 Euro mehr als die digitale Version. Ich hatte noch einen Gutschein gehabt, also habe ich da eigentlich einen relativ guten Kurs für Sifu bekommen in einem wahnsinnig stylischen Steelbook, muss man sagen. Das finde ich richtig cool, auch hinten mit dem Logo. Das ist schon sehr, sehr ansehnlich. Und ich habe es auch schon durchgespielt. Sifu, kann ich kurz auch ein bisschen was dazu sagen. Mega geiles Brett. Also, wenn du schon mal Absolver gespielt hast und da gemerkt hast, was diese Jungs eigentlich machen wollen, und zwar diese richtige Martial Arts Kämpfereien, dann hat man schon da gemerkt, wenn sie das mal nicht so in diesem, was weiß ich, das war ja so ein Experiment mit Online-Komponente, hat leider nicht so ganz funktioniert. Sifu ist darum da schon viel, viel besser. Für mich auch ein Ticken zu hart, aber ich habe es in diesem harten Modus doch durchgespielt und es hat mich wirklich sehr, sehr viele Jahre gekostet. Es war wirklich sehr, sehr knackig und ich habe da auch wieder hier viel geblutet und viel gelitten. Dafür hat es sich aber gelohnt, weil das ist so ein Spiel, ähnlich wie bei Returnal, wenn das Gameplay einem richtig Spaß macht, wenn das Gameplay auch einfach immer wieder weitergespielt werden kann, auch wenn du vielleicht die Levels nochmal und nochmal machst, dann fühlt es sich auch nie so als eine große Strafe an, sondern als als nächsten neuen Weg. Deswegen hat mir Sifu in dem Fall viel, viel besser gefallen als andere Spiele. Ein fantastisches Game in einer wunderschönen Edition. Mal gucken, was die mal wert wird. Und ich habe schon überlegt, ob ich die so verkaufen werde. Aber ich muss halt zugeben, das war so ein geiles Spiel, so ein geiles Martial Arts Game, dass ich da ehrlich gesagt gar nicht Bock habe, das zu verkaufen. Ich lasse das einfach mal in meiner Sammlung. So, dann kommen wir zu nächsten PlayStation 5 Spielen. Auch ein aktueller Vertreter, den habe ich mir aber für gute 30 Euro gekauft auf eBay, und zwar Stranger of Paradise Final Fantasy Origins Chaos, wie man so schön sagt. Keine Ahnung, was das eigentlich für ein Meme ist. Irgendwie sagen alle Chaos und ich werde es bald erfahren, warum. Das ist ja irgendwie die Vorgeschichte von Teil 1, also Final Fantasy 1, und den habe ich auch noch nie gespielt. Ich bin ja, was die Final Fantasy Serie angeht, sehr lückenhaft unterwegs, und ich habe aber irgendwann mal so Bock bekommen auf Stranger of Paradise. Ich habe das nämlich in der Demo gezockt, das fand ich dann auch schon sehr, sehr cool. Also das Kampfsystem hat Spaß gemacht, alles andere visuell und Präsentation fand ich ehrlich gesagt ziemlich schwach, aber urplötzlich kam so dieser Gedanke, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf Stranger of Paradise. Keine Ahnung, wie das jetzt zusammenkommt. Deswegen habe ich es mir jetzt besorgt und das wird mein nächstes Projekt sein, nachdem ich ein anderes Spiel durchgespielt habe. Ich habe richtig Bock, mal reinzugucken und mal richtige fette Character-Action zu erleben im Final Fantasy-Universum von Team Ninja. Kann ja auch nicht so schlecht sein, ne, von den Leuten. Dann kommen wir zu einem, auch einem Spiel, welches ich mir eigentlich gar nicht holen wollte, wenn ich ehrlich bin, aber dann war es so günstig und ich hatte urplötzlich wieder so Bock drauf, dass ich mir die Version nochmal geholt habe. Es ist Uncharted The Legacy of Thieves Collection. Das heißt, wir haben hier Uncharted 4 A Thief's End und Uncharted 4 The Lost Legacy gemeinsam in einer aufgehübschten Remastered-Variante für die PlayStation 5. Ich habe dann irgendwann mal einfach reingucken müssen in Uncharted 4 und boah, das ist wirklich ein absoluter Augenschmaus und so flüssig und so gestochen scharf habe ich selten ein Spiel gesehen.
das war ja schon auf der PS4 ein absolutes Grafikbrett und jetzt einfach nochmal. Und Uncharted 4 nochmal ein paar Töne dazu, wenn ich schon mal hier die Gelegenheit habe. Ich habe es auch deswegen nochmal angefasst, weil ich wusste zwar viele Szenen, aber ich wollte nochmal so ein bisschen in das Feeling reinschnuppern, wie das denn eigentlich war. Und ich muss sagen, Uncharted 4 kommt schon ganz nah für mich zu Uncharted 2 heran, was ja wirklich für mich die oberste Spitze des Franchise war. Aber Uncharted 4 hat so viele tolle narrative Momente, schönes Writing, lässt sich schön viel Zeit für die Einführung einiger Charaktere, macht daraus auch spielerische Levels und so. Das ist wirklich hervorragend. Das Einzige, was ich bei dem Spiel doch sehr nachsagen muss, ich habe es immer verteidigt, aber ich muss halt auch gestehen, ey, das Gunplay ist wirklich nicht das Beste. Also es ist super oft friggelig und du gerätst in die Bredouille, weil Nathan nicht so richtig hinter die Deckung geht und dann springst du, statt irgendwas anderes zu machen. Ah, das ist halt nicht so toll, aber ey, Uncharted ist für mich ein absolutes Meisterwerk und ich freue mich auf die beiden Teile. Und das wäre jetzt auch für mich der Moment, an dem ich zum Beispiel das hier, das Originalspiel, verkaufen werde, denn ich habe die bessere Version hier auf der PlayStation 5. Deswegen, ich werde quasi upgraden und A Lost Legacy hatte ich zum Beispiel nie in der Sammlung, das habe ich nur digital und das war ja auch ein absolut schönes Spiel. Deswegen freue ich mich riesig auf diese Legacy of Thieves Collection, obwohl es irgendwo auch vielleicht keinen Sinn macht. Oh, jetzt kommen wir zu einem Titel, ey, da hatte ich schon lange drauf gewartet und irgendwie als es dann erschienen ist, habe ich das lange vor mich hergeschoben und dann habe ich es mir jetzt endlich mal ganz, ganz günstig, auch hier glaube ich so 25 Euro gekauft. Ein Spiel aus dem letzten Jahr, Tales of Arise. Und es ist ja so, die Tales of Reihe, die mag ich und mag ich nicht. Das ist immer so ein Hit and Miss. Es gibt Spiele, die finde ich toll. Tales of Berseria oder Tales of Symphonia oder Vesperia. Aber dann sowas wie ein Tales of Graces F fand ich okay. Ein Tales of Eternia fand ich auch nur gut. Die sind allesamt nicht total verkehrt. Aber ich habe immer das Gefühl, es gibt immer so ein Spiel, das spiele ich von der Tales of Reihe und die sind dann relativ austauschbar. Tales of Arise ist so ein Spiel. Ich muss sagen, nach, glaube ich, knapp 10 Stunden hatte ich so die Schnauze voll. Es ist kein schlechtes Spiel. Es hat ein gutes Kampfsystem und ich fand auch die Charaktere, also gerade sie, ich glaube, sie hieß nochmal, ich habe sie wieder vergessen. Die ist halt auf jeden Fall ein bisschen raubeiniger und das mag ich irgendwie, wenn die Charaktere nicht so total verkitscht sind, ne? Und die Welt war auch interessant, aber das Problem war einfach, ich merke in letzter Zeit sehr häufig, dass ich mit so einer Art von japanischen Rollenspielen nicht mehr so ganz viel anfangen kann. Da kann ich leider nicht über diese tolle Präsentation oder über das gute Kampfsystem hinwegsehen, weil ich oft hier recht gelangweilt war. Also bei dem Spiel war es auch original so, das ist jetzt, nehmt die Informationen so, wie ihr sie nehmen wollt. Ich bin echt eingeschlafen bei dem Spiel. Original, 4-mal in dem Spiel bin ich eingeschlafen. Gut, ich war auch immer müde oder so, aber das ist mir bei anderen Spielen halt, wie gesagt, nicht passiert. Das ist dann teilweise so langsam und so zäh und dann gibt es viele Dialoge und dann bin ich halt einfach irgendwann mal, sind mir die Augen zugefallen. Ey, ich bin Familienvater, ich habe viel zu tun, das kann mal passieren. Und bei Tales of Arise ist es mir passiert und das finde ich halt sehr, sehr schade. Ich möchte hier niemandem das Spiel schlecht reden, ich bin aber leider kein Fan dieses Spiels. Es war sehr beliebt, aber nicht bei mir. Und jetzt kommen die zwei letzten Titel, die ich hier vor mir liegen habe. Die gehören der Nintendo Switch. Wir fangen mit dem neuesten Titel an und dann kommt mein kleines Schmuckstück. Der neueste Titel ist gerade frisch reingekommen. Mario Strikers Battle League Football. Also das neue Mario Strikers. Ich wusste gar nicht, dass es einen Untertitel hat. Naja, Mario Strikers, witzige Geschichte oder vielleicht auch nicht so witzig. Es ist ja so, Mario Strikers habe ich selber nie selber besessen. Und ich habe immer mal bei Freunden mitgespielt, in einem Beef und so. Und das fand ich immer cool. Fußballspiele sind eh mein Metier und Mario Strikers hat auch Spaß gemacht. Als dann das Spiel angekündigt worden ist, war ich richtig heiß drauf. Ich dachte mir, yo, das ist ein Spiel für den Winnie Cup. Also wir werden definitiv dazu ein Turnier machen. In meinem Discord, kommt unten rein. Da ist der Link zu meinem Discord. Da wird es definitiv in einem Livestream einen Winnie Cup geben. Da könnt ihr wieder was gewinnen und es wird wieder richtig fett gebattelt. Und das war eine klare Sache, dass wir das auf jeden Fall machen werden. Und dann habe ich, ich glaube, 2 Tage vorm Versenden des Spiels, ich habe es vorbestellt, ne, übrigens, ganz klar, ich habe 2 Tage vorm Versenden des Spiels die ersten
Berichte gehört und Tests gelesen, wo das Spiel recht durchwachsen angekommen ist, also vor allen Dingen in der Presse. Und vor allen Dingen hat mich auch so ein bisschen gestört, dass das Spiel keinen eigenen Story-Modus hat, was ja beispielsweise das Tennis-Mario-Spiel, also Mario Tennis Aces, hatte. Und das fand ich ehrlich gesagt für so einen Solo-Run ziemlich cool, um mal die Mechaniken kennenzulernen und mal so einen witzigen Abend mit dem Spiel zu verbringen. Das ist hier ein reiner Battle-Modus, also nur Arcade Battle im lokalen Multiplayer oder im Online-Multiplayer. Ich glaube, viel mehr ist da gar nicht dabei. Es gibt so eine Art Solo-Modus mit so einem Cup, den man gewinnen kann. Aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Also für den Vollpreis. Und dann habe ich gesagt, oh Mann, das möchte ich gerne doch stornieren und mir das dann holen, wenn es etwas günstiger ist. Vielleicht für 40 Euro oder so. Und dann haben sie es schon verschickt. Also ich hatte noch nicht mal die E-Mail da. Da war es schon verschickt worden bei Amazon. Und dann konnte ich es nicht mehr stornieren. Und jetzt habe ich es da und ich werde es auch nochmal spielen. Es ist ja noch sealed. Ich werde das mal mit meinem Sohnemann zocken. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel so ist. Vielleicht ist es ja auch viel besser, als es jetzt vielleicht in der Presse gemacht wird. Ich will da jetzt gar nichts zu sagen. Das werde ich dann selber erfahren. Und dann kommen wir zu meinem kleinen Schmuckstück, muss ich sagen. Das hat mich sehr gefreut. Ich war auf der Suche danach und es gab jemanden, der es bei eBay verkauft hat. Und der hatte, finde ich, einen guten Preis. Also es ist ein bisschen teurer als natürlich gedacht. Aber ich habe, finde ich, einen guten Preis ausgehandelt. Es ist nämlich ein Limited Run Spiel. Ich muss jetzt mal gucken, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Es ist ein Spiel, das eben nicht im Handel erschienen ist. Es handelt sich um Katana Zero für die Nintendo Switch. Witzigerweise, ich hatte es immer auf dem PC, auf Steam meine ich, hatte ich das. Und es ist ja ein absolutes Indie-Brett. Also das Spiel habe ich geliebt. Also wenn so ein Spiel sich so nachträglich bei mir so dermaßen einbrennt wie Katana Zero, dann muss es was Fantastisches sein. Ich habe Katana Zero, wie gesagt, schon vor ein paar Jahren gezockt und ich höre den Soundtrack immer noch. Ich finde das Gameplay immer noch total geil und dieser Pixel-Art-Look, der spricht mich total an. Es gibt so wenn ich meine Top 10 der besten Indie-Spiele der letzten Jahre nehmen würde, dann wäre das definitiv in der Top 3. Auf jeden Fall. Das ist so ein fantastisches, geiles, auch herausforderndes Schnetzel-Abenteuer mit einem Samurai-Typen und einer coolen Story und schönen, kurzen, ruhigen Momenten zwischendurch. Geiler Soundtrack, wie gesagt, von Scientific und ein absolutes, ja, ich würde sogar sagen, Meisterwerk. Hier in der coolen Limited Run Hülle. Ne? Ich habe es mir jetzt einfach mal in die Sammlung bestellt, weil ich das richtig, richtig feier und ich hatte, wie gesagt, einen guten Kurs. Das ist ein schönes Sammlerstück für mein Regal, Katana Zero für die Nintendo Switch. So, und das war's letztendlich. Es ist jetzt gar nicht so viel, wenn man so denkt, ne? Aber für mich ist es eigentlich eine gute Ausbeute. Viele neuere Sachen dabei, wie Strangers of Paradise, Sifu oder Tales of Arise. Oder eben auch Mario Strikers, aber auch ein paar Retro-Sachen dabei. Es ist eine gute Ausbeute, würde ich sagen. Ich habe jetzt gar nicht so viel Geld ausgegeben. Obwohl jetzt bei dem Spiel, muss ich sagen, natürlich habe ich da ein bisschen mehr in die Tasche gegriffen. Vielleicht mache ich das öfter mal, dass ich so ganz bestimmte Spiele, die es nicht so häufig in den Sammlungen gibt, vielleicht auch mal ein bisschen für mehr Geld in die Sammlung hole. Weil das hat mich schon sehr glücklich gemacht, muss ich sagen. Und macht mich immer noch glücklich, wenn ich das sehe. Vielleicht mal Firewatch, aber das ist, glaube ich, zu teuer. Ne, in dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Habt einen wunderschönen Start in die Woche. Ich verabschiede mich jetzt hier auch mal. Also, haut rein.